Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich grüße euch und heiße euch herzlich willkommen zur Manga-Kolle. Denn Montag ist Manga-Kolle-Tag und ich möchte euch wieder einen weiteren Teil meiner Sammlung vorstellen. Heute gibt es, ja, so gesehen, wieder ein Spezialpart. Denn ich möchte in dieser Woche auch etwas nicht einführen, aber ich möchte zumindest etwas machen, was ich schon lange, lange vorhatte. Aber irgendwie ist einfach zu komplex und ja, einfach ich keine Zeit dafür finde, um eine Woche draus zu machen, eine Themenwoche. Und zwar geht es um die Dot-Hack Week. Die war lange, lange geplant, aber ich habe irgendwann bemerkt, es ist so viel und ich muss auch wieder so viel ins Gedächtnis rufen, so viel nachfrischen. Und ich habe schon sehr, sehr lange eine Review zu Dot-Hack, GU, in petto und das wird diese Woche kommen. Ich werde es jetzt raushauen, auch wenn ich in dem Video wahrscheinlich sage, willkommen zur Dot-Hack Week oder was auch immer. Egal, es geht einfach darum, dass ich Angst habe, auch ein bisschen diese Datei zu verlieren und ich war wirklich zufrieden mit der Aufnahme, deswegen werde ich die bearbeiten und diese Woche wird es auf jeden Fall eine Review zur Spielereihe Dot-Hack GU geben. Selbst Leute, die GU nicht kennen, sollten da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, weil ich finde, man kann es nicht öfter betonen, wie genial dieses Spiel doch ist, trotz diversen Mängel. Aber mehr dazu dann in dem kommenden Video diese Woche. Wann weiß ich noch nicht, irgendwann wird es auf jeden Fall der Fall sein. So, ansonsten würde ich sagen, legen wir los für die Leute, die in der Zukunft da angucken und das eher uninteressant finden. Heute machen wir mal eine komplette Dot-Hack-Runde. Ich habe alles ausgebreitet im Bereich Manga sowie Light Novel beziehungsweise Roman zum Thema Dot-Hack. Ich versuche einfach mal beim Deutschsprachigen anzufangen, was, denke ich mal, die meisten noch interessieren würde. Ich habe jetzt die Anime werden jetzt hier nicht gezeigt, weil es ja um Manga geht. Vielleicht werde ich irgendwann mal noch die Anime-Sammlung vorstellen, wobei ich da teilweise noch weniger zu sagen kann. Also nicht zu den Dot-Hack-Dingern, sondern allgemein zu Anime. Deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Mal schauen. Aber auf jeden Fall legen wir einfach mal los für heute. Womit fange ich denn am besten an? Mal kurz gucken. Ah ja, meine erste Begegnung mit Dot-Hack, so komisch das auch sein mag, war nicht Dot-Hack sein, auch wenn ich im Nachhinein es nicht bereue, es später angeguckt zu haben, weil ich durchaus das Gefühl habe, dass ich es vielleicht in jungen Jahren nicht ganz so geil gefunden hätte, als in, ja, mit 18 oder sowas habe ich, glaube ich, Dot-Hack sein gesehen. Da war das auch schon alles wesentlich relevanter und interessanter. Wir beginnen mit Dottohakko, wie es auch gerne ausgesprochen wird. Dottohakko, Legend of the Twilight. Oder of the Twilight. Und zwar ist es ein Manga von Rei Izumi und die Story ist von Tatsuya Hamasaki. Und ja, ich bin immer wieder am Überlegen, japanische Namen und so. Ich will mal kurz noch ausharren, denn es gibt bei der Spiele-Schmiede. Muss jetzt gerade auch mal überlegen, nochmal, wie die heißen. CyberConnect, genau heißen die. Und die sind für die Dot-Hack-Spiele verantwortlich. Und da gibt es einen Menschen, der zählt sich sozusagen als Papa für die Dot-Hack-Reihe. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dieser Tatsuya Hamasaki ist. Möglich, auf jeden Fall. Durchaus möglich. Ich will es nicht ausschließen. Auf jeden Fall bei den meisten steht eher dann dabei Sorry by CyberConnect. Dementsprechend bin ich da jetzt ein bisschen verwirrt. Sorry dafür, ich habe die Infos jetzt nicht parat, beziehungsweise ihr könnt ja auch selber googeln, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall geht es hier rum. Zack, hier. The Legend of the Twilight. Ein Manga, wo man jetzt eigentlich denken würde, basierend auf dem Anime dazu. Allerdings ist es so, es gibt Variablen, die muss man bei der Dot-Hack-Reihe einfach berücksichtigen, dass es gibt die Spiele, es gibt die Anime, es gibt die Manga und es gibt die Light Novel und es gibt die Romane. Also es ist ein komplettes Universum voller Dot-Hack und da muss man immer ein bisschen berücksichtigen, denn es ist nicht alles
direkt Kanon, sondern es gibt quasi, um es mal genau zu sagen, alternative Zeitlinien, wo manche Manga, Romane und so weiter mit reinspielen in die Anime und anderes wiederum einfach quasi Dinge ignoriert werden, sodass sie nicht mehr in einen Kanon gehören, wo die Anime mit reinspielen, sondern quasi fast schon ein eigenes Kanon bilden, entweder in Kombination mit den Spielen oder sogar ohne die Spiele. Da gibt es im Internet eigentlich auf der .hack-Wiki-Seite eigentlich eine ganz schöne Übersicht, was Kanon ist und was man in welcher Reihenfolge lesen kann. Sodass es natürlich durchaus schwierig ist, hier reinzukommen in diese ganze Thematik. Und der .hack The Legend of the Twilight Manga ist ein Stück weit anders als der Anime. Der Anime und der Manga beginnen ähnlich bis gleich, verlieren sich dann aber nach einer Zeit komplett und machen eigene Dinge. Und das muss man berücksichtigen, wenn man .hack mal sich zu Gemüte führen möchte. Aber allerdings finde ich, Legend of the Twilight ist eigentlich ein schöner Einstieg der Manga. Gezeichnet von Rei Izumi, der irgendwas Bekanntes auf jeden Fall noch gezeichnet hat, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich meine, ich habe noch einen Manga von ihm. Rei Izumi, was hat er noch gezeichnet? Es kommt mir gerade nicht in den Kopf. Vielleicht werde ich es irgendwie in die Kommentare noch schreiben, oder ihr wisst es vielleicht auch. Hat einen sehr knuffigen Zeichenstil. Für den ersten Moment wird man sagen, ja gut, das ist halt so ein... Ja, worum geht's eigentlich in .hack? Um es mal einfach so zu sagen, .hack ist eine Geschichte über ein MMORPG, das nennt sich The World oder Saverd. Und The World ist ein MMORPG für Leute, die ein sogenanntes, wie hießen die Dinger nochmal? Also die haben so ein, ihr kennt Sword Art Online bestimmt. Es ist genau das gleiche. Bloß hat es hat es viel, viel früher angefangen. Sword Art Online hat das nicht neu gemacht oder so. Die Idee hat .hack quasi erfunden. Um es mal. Also wahrscheinlich wird es irgendwo noch in welchen Romanen oder so vorher existiert haben, sicherlich. Aber im Anime-Manga-Bereich würde ich jetzt einfach mal ganz frech sein, oder im Videospielbereich würde ich jetzt einfach mal frech sein und sagen, .hack hat das Ganze ins Leben gerufen und hat das Ganze mystifiziert. Sprich. Es geht um eine Welt, um nicht viel zu vorne wegzunehmen, die basiert auf einem poetischen Gedicht einer Frau. Und der Mann dieser Frau hat dieses Gedicht als Basis für diese Welt, für diese Videospielwelt genommen und hat dort Geheimnisse, sage ich mal, in dieser Welt versteckt, als Programmierer, als Erschaffer dieser Welt. Und diese Welt hat Probleme dadurch. Also sag ich mal, es ist quasi, es wird eine neue Welt erschaffen, die eben eine neue Welt ist. Eine von unserer Welt komplett abgetrennte Welt, die aber in unsere Welt eingreifen kann. In einer gewissen Form. Und man sieht das immer ab und zu mal, wenn man die echten Menschen so leicht sieht. Man wird eher, nicht so wie bei Sword Art Online direkt gezeigt, wie die Charaktere aussehen und wie sie heißen im Real Life und so weiter. Das wird eher auch mystifiziert, sage ich mal. Aber man kriegt schon mit, die Menschen leben in einer sehr Hightech-Welt. Alles funktioniert über Schaltungen, über Computer und alles Mögliche. Und dementsprechend ist es natürlich gefährlich, sollte ein Virus aus dieser Welt zum Beispiel die Welt übernehmen. In irgendeiner Form. Und darum geht es meistens letzten Endes. Das ist so die große Gefahr. Und auch dieses Thema mit, wenn Spieler innerhalb der Spiele besiegt werden, also Game Over gehen, dann kriegen die quasi einen Anfall in der echten Welt und fallen ins Koma. Und sind dann einfach nicht mehr existent als Menschen so gesehen, sondern man vermutet eben, dass die Seele oder was auch immer eben in der Spielewelt dann quasi gefangen ist. Und diese Spielewelt fängt halt an, sich irgendwann selbst zu programmieren, wenn man das so sagt. Aber es wird halt so dargestellt, dass sie sich einfach nur entwickelt, selber smart wird und Gegenmaßnahmen ergreift gegen Dinge, die in das Programm eindringen wollen oder sonstiges. Viel zu viel Talk, aber einfach mal, um das Grundverständnis hier zu haben. Und es gibt halt eine Legende, sage ich mal, die besteht aus .hack, hier in diesem Fall 4x. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, aber
Ein Manga von Megane Kikuya und Hiroshi Matsuyama ist in zwei Bänden abgeschlossen und ist quasi eine Alternativversion der Spielereihe. Denn es gibt eine Spielereihe, auf der das Ganze basiert. Und zwar jeweils eine Quadrologie von Dot Hack mit den Hauptcharakteren Kite und Black Rose. Und später quasi der Next Step ist quasi eine, auch eine Quadrologie, glaube ich. Ich meine, oder war es eine Trilogie? Nee, es war eine Trilogie, genau. Eine Trilogie namens Dot Hack GU, was auch bedeutet Grown Up. Und da spielen wieder andere Charaktere eine Hauptrolle. Aber alles, es greift irgendwie immer in sich zusammen. Also es ergibt alles irgendwie immer Sinn. Und man muss halt nur aufpassen, man kann in zum Beispiel in die Manga nicht so viel hineininterpretieren, wenn man die Anime kennt oder so, weil die nicht in die gleiche gehören, also nicht in die gleiche Reihenfolge, die sind unabhängig voneinander zu sehen, aber man kann eben halt zum Beispiel die Manga unabhängig vom Anime quasi sehen und als alternative Zeitlinie, als alternative Geschehnisse interpretieren. Ich meine, die Spiele sind 4 Spiele lang mit sehr, sehr viel Story. Hier hast du das Ganze in 2 Bänden abgeschlossen, ne? Nur mal als Beispiel, also das ist eher eine Kurzzusammenfassung. Genau, und um hier mal reinzugreifen, das hier spielt mit neuen Charakteren, die Avatare von, wie man hier vielleicht nochmal erkennen kann, von den alten legendären Helden bekommen haben. Und ja, die bekommen das eines Tages geschenkt und freuen sich darüber, wissen aber nicht, warum sie, also dass sie besondere Avatare haben. Und der Hauptprotagonist, wie auch schon der allererste legendäre Held, bekommt von einer KI ein Armband, wie man hier sieht. Und mit diesem Armband kann dieser User Daten überschreiben bzw. löschen. Und das führt daher, dass es eben halt Monster auf einmal erscheinen in dieser Welt, die ja Leute killen können quasi. Und um das zu verhindern, versuchen die Leute sie anzugreifen, merken aber, es bringt nichts. Sie können nicht eingreifen und werden einfach nur massakriert. Also das heißt, die Monster nehmen keinen Schaden oder tun sich wiederbeleben oder weiß der Geier. Und er hat die einzige Fähigkeit, eben diese Monster die Daten zu überschreiben, zu läutern, um es in einem religiösen Sinne mal zu sagen. Und ja, hier ist das quasi so die Next Gen. Da würde ich es mal bezeichnen, dass quasi was nach den Spielen passieren könnte. Das wäre dann hier in dem Fall Dot Hack Legend of the Twilight. Sehr junge Menschen, die das Spiel für sich entdecken und in eine, ja, ich sag mal, problematische Situation hineinkommen. Dot Hack 4x, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Normalerweise spricht man das eigentlich gar nicht aus, ne? Habe ich ja gelernt. Wie zum Beispiel bei XXXHolic sagt man eigentlich nur Holic. Also man, das ist stumm. Eigentlich heißt es dann nur Dot Hack oder wie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, was sie damit sagen wollen, auch mit diesem 4x. Und hier ist dann quasi, das hier sind Geschehnisse aus dem Spiel, aber eben halt mit alternativem Werdegang und wesentlich schneller erzählt. Der Gegner wird auch anders dargestellt, der Hauptgegner aus dem Spiel wird auch hier alternativ dargestellt und dementsprechend ist das ja eine Alternativfassung davon. Mit bekannten Charakteren, aber wie gesagt quasi eine alternative Zeitlinie in diesem Bereich. So, genau. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, dann macht es doch eigentlich Sinn, in der Reihenfolge zu bleiben. Dann zeige ich euch nämlich auch noch mal kurz was. Und zwar kann man das Ganze hier ein bisschen als... Ich weiß nicht, ob... Ich muss überlegen, ob das parallel zu... ja, ich glaube, es läuft parallel zu Dot Hack Legend of the Twilight oder sogar danach. Bin mir gerade etwas unsicher. Und zwar ist das ein Roman, der kam bei Carlsen raus, in 2 Bänden abgeschlossen. Der hört auf den Namen Dot Hack Eye Buster. Also AI Buster. Und AI Buster, man sieht ja erstens mal die Zeichnungen, ist von Rei Izumi, was ich übrigens sehr cool finde, wenn es
wenn das hier mal scharf wird, dass man es lesen kann. Na? Na? Kriege ich das irgendwie hin? Ich muss es euch zeigen. Da könnt ihr es lesen. Rei Izumi. Er heißt Izumi. Aber irgendwie ist da ein Typo. Und auf dem zweiten Band auch. Naja, fand ich nur witzig. Ich war damals etwas verwirrt. Heißt er jetzt Izumi oder heißt er Izumi? Ich habe nach ihm gesucht und habe ihn nicht gefunden. Ja, im Grunde, man sieht es, also es sind die gleichen Zeichnungen. Ab und zu sind hier ein paar Zeichnungen drin im Roman. Wie man hier vielleicht sieht. Oder warte mal, vielleicht finde ich ein besseres, passenderes Bild. Hier zum Beispiel. Man erkennt seinen Zeichenstil also schon recht gut. Und ja, ist halt einfach ein Sequel oder, wie gesagt, parallel entstehende Geschichte zu eben Dothack Legend of the Twilight. In erster Linie bringt es euch nicht, wenn ich jetzt groß darüber philosophiere, was darin passiert. Ich kann euch nur einfach das sagen. Hier hat die Hauptthematik, also einer der schockierendsten und traurigsten Momente in Dothack Legend of the Twilight, wird hier quasi im großen Stile zelebriert und thematisiert. Und zwar geht es um AIs, also künstliche Intelligenz, KIs, die von der Welt erschaffen werden oder teilweise Abfall von der Welt sind und aber trotzdem in menschlicher Form irgendwie dargestellt werden und die eben halt illegal, in Anführungsstrichen, durch die Welt laufen. Und da natürlich immer wieder auch die Frage aufkommt, darf ich es töten, wenn es ein Gedächtnis hat? Darf ich es töten, wenn es Gefühle hat? Darf ich es töten, wenn es denkt? Und darum geht das Ganze einfach. Mit neuen Charakteren, die aber, glaube ich, teilweise auch, ich glaube, sie hier ist, glaube ich, in Dothack Legend of the Twilight. Ist aber, wie auch gesagt, ein Weilchen her. Ich müsste das mir alles nochmal zu Gemüte führen, um das tiefer zu thematisieren. Aber dafür sind wir jetzt heute auch gar nicht da. Das macht auch wenig Sinn. So, und ich habe euch ja jetzt Dothack 4x gezeigt. Dann zeige ich euch natürlich auch noch was anderes. Und zwar eine Romanreihe, ebenfalls bei Carlsen, in wie viele Bänden? In 4 Bänden, gell? Ja, in 4 Bänden abgeschlossen. Hört auf den Namen Dothack Another Birth. Und das ist wieder eine alternative Geschichte, nur tiefer. Also quasi, Dothack ist, 4x ist mehr, kann man machen, muss man aber nicht. Ist cool, wenn man Fan ist, ist es so ein nettes Goodie, aber wenn man, sag ich mal, diese Spielereihe ignoriert, weil es mehr in diese Manga-Timeline und Light Novel- und Roman-Timeline übergeht, dann meiner Ansicht nach sollte man Dothack Another Birth lesen, denn das quasi stellt die Spiele dar. Und zwar, also die Quadrologie auf der PS2 damals, mit ab und zu mit Bildern. Ich habe gerade auch gemerkt, ich habe die ganze Zeit das Licht nicht an, ne? Ich versuche es in der Nachbearbeitung ein bisschen heller zu machen. Jetzt zeige ich mal noch irgendein Bild hier. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, oh Gott, das ist... Ich hoffe, man erkennt es einigermaßen. Ja, und das ist halt quasi diese alternative Manga, Light Novel, Roman Timeline. Ja. Und wie gesagt, in 4 Bänden abgeschlossen das Ganze und ja, geht halt intensiver mit dem ganzen Thema ein bisschen um, was irgendwie dann auch einfach mehr Spaß macht, weil die Welt natürlich einfach voller Informationen, voller Worldbuilding, voller neuer Charaktere und Eigenarten der Charaktere und so weiter steckt. Das ist einfach schwierig, das ohne, also das in 2 Bänden abzuknuspern. Das hat man hier versucht, aber man muss halt natürlich dazu sagen, das macht fast schon mehr Sinn, das hier zu lesen, wenn man schon mit dieser Geschichte vertraut ist. Ansonsten finde ich, dieser Manga hier eignet sich nicht für Leute, die jetzt frisch einsteigen wollen mit Dothack, meiner Ansicht nach. Es wird sicherlich auch Leute geben, die damit eingestiegen sind, ist auch in Ordnung, aber ja, das ist quasi die Romane, 4 Stück. Gibt es. Und ich glaube, die sind immer noch nicht so teuer, aber ich habe es halt auch schon ewig nicht mehr kaufen müssen, dementsprechend. Ja. So. Jetzt haben wir noch 9 Minuten.
ob ich das alles hinkriege. Ich versuche mein Glück. Gut, ich kann über einiges eh nicht so viel erzählen. Okay, dann machen wir weiter. Und zwar gibt es zum einen, ich fange einfach mal hiermit an, den Manga von Yusuke Morita und ja, Tatsuya Hamasaki. Es muss einen Grund haben, dass der da steht. Ich glaube, das ist der Typ. Also das ist der Papa von Dotheck. Und der Papa von Dotheck hat irgendwann entschlossen, hey, Dotheck, cooles Universum und so, lass uns doch was anderes machen. Lass uns doch ein... Ja, im Grunde ist man sich selber nicht so ganz sicher, was es ist. Ist es ein Sequel? Spielt es Jahrzehnte nach Dotheck? Oder aber ist es eine alternative Zeitlinie, wieder einmal, die nach ähnlichen Momenten und Events in Dotheck, also in diesem Dotheck hier quasi, in der Spielereihe, gibt es da quasi eine fiktive, nicht beschriebene alternative Zeitlinie, die dann eben Dotheck GU draus macht. Und hier in dem Fall sogar GU Plus. Warum GU Plus? Ich glaube in erster Linie, weil. Ich glaube, das ist doch das... Genau, in erster Linie GU Plus, weil ich glaube, weil es eben halt die Manga-Version ist. Das ist ähnlich wie hier Dotheck eben halt so genannt wurde, damit man es unterscheiden kann. Was sie bei komischerweise bei Legend of the Twilight nicht gemacht haben, weil da heißt es einfach nur Legend of the Twilight. Aber gut, ja, Dotheck GU Plus ist halt eben die Manga-Version von der Spielereihe, von der Trilogie Dotheck GU. Und warte mal, kann man mal hier zum Beispiel, hier geht es halt um den Hauptprotagonisten Haseo, der einfach ja als Spieler in die neue Welt, in das neue The World, es gibt ein Update, also es gab viele Momente, wo die Leute quasi kritisiert wurden, das Unternehmen, logischerweise, obwohl die ja nichts für können, weil das ziemlich übernatürliche Momente und Probleme waren. Nichtsdestotrotz ist da einiges passiert in der Vergangenheit oder in der Zeit zwischen Dotheck und Dotheck GU. Und, aber irgendwie haben die es geschafft, wieder The World neu aufleben zu lassen, wieder beliebt zu machen und so weiter. Und Haseo ist halt einer der Charaktere, die dort vor Ort ist, sich, weil er noch recht jung ist, auch in eine Mitspielerin, sag ich mal, verliebt. Er tritt ihretwegen auch einer Gilde bei, mit einem, also dieses Mädchen heißt, hört auf den Namen Shino. Und ich kann mal so viel vorne wegnehmen. Und Shino wird eines Tages von einer mysteriösen und sehr gruselig aussehenden, ein wenig verstörend, aber durchaus bekannten Person, aber irgendwie auch nicht. Ist ein bisschen kryptisch jetzt, aber ich will nicht so genau dran gehen. Einer KI, die eben ähnlich aussieht wie eine Figur aus der Vergangenheit, aber die dann scheinbar irgendwie nichts ist. Zumindest hat man so das Gefühl, dass das nicht die Person sein kann, aber jedoch das Aussehen angenommen hat. Und diese KI tötet den Charakter Shino in dieser Welt. Und aber normalerweise würden die jetzt Game Over gehen oder so weiter, aber stattdessen löst Shino sich in dieser Welt auf, also eine andere Animation, Todesanimation. Und Shino, versucht Shino in der echten Welt zu kontaktieren und kriegt die Info, dass Shino ins Koma gefallen ist und das Schicksal nimmt erneut seinen Lauf und macht aus Haseo den Helden, den alle brauchen. Aber irgendwie doch nicht, weil bei ihm mehr Rache im Vordergrund ist als alles andere, was ihn zu einem Anti-Helden macht. Und was auch mal ein interessanter Twist ist zu dem Ganzen. Und ja, habe ich eigentlich jetzt den Inhalt gezeigt? Ja, habe ich. Zeig mal einfach nochmal kurz die anderen Bände. Ist eine sehr spannende Geschichte. Aber ich habe auch den Manga schon ewig lange nicht mehr gelesen. Und der Punkt ist, der Manga ist halt, wie gesagt, auch wieder eine Alternativversion, die man halt eben als Alternativversion auch verstehen muss. Es spielt nicht korrekt die Events ab,
wie man es im Videospiel erlebt hat. Also auch wieder hier eine Alternative für die Leute, die eben mehr auf Manga und Light Novel und was weiß ich stehen, beziehungsweise eben diese Timeline vielleicht auch mal erleben möchten. Ja, also das ist quasi kein Muss für einen Dot-Hack-Fan. Es ist aber natürlich interessant, eine alternative Welt quasi, diese zwei parallelen alternativen Zeitlinien, mal zu erleben. Kann ich auf jeden Fall durchaus empfehlen. So, und damit wir die Leute jetzt komplett verwirren, was natürlich immer großartig ist, so, gehen wir in den englischen Bereich. Denn im englischen Bereich gibt es Dotec GU. Einfach nur Dotec GU. Und das ist ein Roman von, natürlich wieder mal, Tatsuya Hamasaki und von dem Zeichner Yusuke Morita. Der Name sagt mir sogar was. Es kam damals bei Tokyo Pop raus, ist auf Englisch und ist in 4 Bänden abgeschlossen. Guck mal, wie dick, also im Vergleich zu den anderen, wie dick dieser 4. Band ist. Ja, hier sieht man eben halt die Charaktere aus dem Spiel und das ist halt auch wieder eine alternative Geschichte. Es ist ähnlich zu den Spielen oder mehr näher zu den Spielen als der Manga zum Beispiel. Aber hier lässt er sich auch mehr Zeit, logischerweise, um sich zu entfalten. Aber es ist halt natürlich einfach wieder mal, um es mal einfach so zu sagen, es ist nun mal Dotec GU alternative Version. Kann man machen, muss man nicht. Aber ist verdammt spannend. Ist verdammt spannend, ist gut geschrieben. Aber man muss halt ein bisschen Englisch haben. Mein Englisch war beim Lesen echt ein bisschen eingeölt. Musste ich ab und zu mal das Buch aufschlagen. Ich muss halt ehrlich dazu sagen, dass ich ungern Romane oder sowas lese. Ich bin da einfach kein Freund von. Bin einfach nicht so diese Form von Leser. Allerdings, wenn mich eine Franchise richtig packt, dann überwinde ich manchmal den Schweinehund, auch wenn es Jahre dauert, und gebe mir das irgendwann mal. Und so habe ich es da eben halt auch gemacht. So, genau. Und achso, ja, ich kann euch, kann ich was aus dem, ja, ich kann bestimmt euch noch was zeigen. So sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht, warum hier immer oben Dotec GU steht. Wahrscheinlich, falls man vergisst, wenn man liest, oh, was liest ich eigentlich nochmal für ein Buch? Ach ja, genau. Ich glaube nicht, aber ein bisschen merkwürdig. Ab und zu soll es doch hier mal auch Bilder geben. Ne? Oder es ist mehr Roman, ne? Es ist halt wirklich sehr stark Roman, wie man sieht. Ich glaube, es gibt gar keine Bilder, kann das sein? Ah, doch. Ha, ja, mal eins. Ja, genau. Zum Beispiel. Exacto Mundo. Und ja, kann man machen. Wie gesagt, muss man nicht. Man kann auch die Anime angucken. Aber viele finden die Anime halt auch ein bisschen langwierig und öde. Was ich nicht verstehen kann, weil ich bin absolut gebannt von diesen Dingern. Auch wenn sie sich ziehen. Aber ich finde dieses Ziehen persönlich absolut nicht schlimm, weil ich finde, es macht eine wahnsinnige Stimmung und aber da muss man halt auch einfach ein bisschen der Typ für sein. Ich kann das absolut nachvollziehen, wenn das einfach nicht so denn das Ding ist. Aber ich denke, die Manga und die Romane bzw. Light Novel sind da einfach eine Spur actionreicher, ja, ereignisreicher als auch das Spiel natürlich, weil man eben halt auch noch ein Spiel hat, das man spielen muss oder darf. Aber die Anime, die ziehen sich halt auch ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, ich bin halt ein Fan der ersten Stunde und werde es auch weiterhin sein. So, ich mache jetzt hier kurz einen Cut und dann nehme ich noch den Rest auf, weil ich denke, das kriege ich heute in einen Rutsch in ein Video unter.